Was geht ab, liebe Freunde? Hier ist euer Face wieder mit einem frischen Let's Play zu Ratchet & Clank Rift Apart. Es wird ernst. Wir bereiten uns nämlich vor auf den Kampf gegen Nefarious. Und da müssen wir jetzt so einiges farmen, damit wir natürlich stark genug sind. Das Spiel ist ja nämlich sehr, sehr herausfordernd. Allerdings sind wir genau zufällig vor der Kampfarena, die ich ja unnormal gern habe. Und zwar haben wir uns ja schon die Bronze-Trophäe erspielt. Jetzt haben wir den Silber-Cup freigeschaltet. Und da würde ich jetzt erstmal gerne weitermachen zum Verschnaufen. Nehmen wir mal die 5 Herausforderungen mit, wenn ich es natürlich schaffe. Und dann können wir ganz legitim weiterspielen. Deswegen würde ich sagen, viel Spaß mit der Folge. Wir beginnen jetzt. Moment. Wenn wir gegen den Imperator antreten, sollten wir möglichst viele Ressourcen sammeln. Du hast recht. Ja, die sagen das nochmal, dass wir Ressourcen sammeln müssen. Übrigens, Dr. Nefarious haben wir schon getötet. War einfach, würde ich sagen. Jetzt aber kam ja aus der anderen Dimension der Imperator Nefarious. Und für den müssen wir natürlich jetzt alles vorbereiten. Die Waffen upgraden, Ressourcen sammeln. Inwiefern ich das mache, weiß ich noch nicht. Aber Fakt ist, dass ich mich jetzt erstmal freue, diese Kampfarena weiterzumachen. Sowas liebe ich, wenn Spiele so so eine Kampfarena bieten, wo man nochmal so ein bisschen seine Stärke beweisen kann. Finde ich jetzt immer richtig cool. Silber, komm ins Schwitzen. Okay. Überlebe 5 Wellen gegen den Mangler. 4000 Schrauben, machen wir. Alright, alright. Hier achte ich jetzt auch nicht drauf, meine Waffen zu leveln. Ich benutze lieber erstmal die Waffen, mit denen ich am besten umgehen kann. Hier achte ich jetzt erstmal nicht aufs Leveln, ehrlich gesagt. War das schwer. Heute braucht gar nicht darauf, ehrlich. Boah, die Schrotflinte. Kommt ein bisschen überlevelt von den Waffen her. Also zumindest die Waffe jetzt. Ratchet and Clank! Ne, wir spielen Rivet, nicht Ratchet. Boah, da ist auch noch so eine Falle, sehe ich gerade. Okay, der Gegner hat mir einfach mal so 10 Leben mit einem Schlag abgezogen. Okay, ich habe eine große Fresse gehabt. Wow, das Ding, ey. Alter. Beruhig dich doch mal. Okay, die Linie wird aber angezeigt, wo das Ding lang geht. Ich kann leider nicht schießen, wenn ich mit den Inlinern fahre. Ich hatte eine große Klappe, Leute. Hey, was mach ich denn? Muss mal wieder ein bisschen beruhigen hier, ey. Mein Gott. Okay, ich brauche Leben, ich brauche Leben. Oh, ich habe echt eine große Klappe gehabt. Ah, das ist Leben hier, was auf dem Boden liegt. Okay, sehr geil. Keine Munition. Ach Leute. Wir nehmen den Migrationsbeschleuniger. Komm, jawohl. Jawohl, Leben einsammeln. Okay, ich habe wieder die Kontrolle. Ja, meine Waffen sind stark, ganz ehrlich. Ich habe gerade so ein bisschen die Kontrolle verloren, muss ich zugeben. Ist nicht schwer, ist ehrlich nicht schwer. Sah es nicht danach aus, aber ist echt nicht schwer. Aber ich sehe schon badass aus. So, okay, das haben wir geschafft.
Besiege 4 Gegnerwellen mit dem Aggressor. Ach, dafür muss ich gar nicht den Aggressor kaufen oder haben. Den Raketenwerfer habe ich nämlich nicht, sondern den kriege ich dann hier für die Challenge. Oder? Oder? Ja. Okay. Oh, aber der hat kein Aim. Ist das? Okay. Hä? Ist die Waffe so schlecht? Ich brauche Munition für die Waffe. Aber die Waffe wäre echt nicht gut. Also die finde ich jetzt gerade echt nicht gut, muss ich sagen. Das könnte jetzt echt eine Herausforderung werden. Und dann noch keine Munition. Wow, die ziehen aber alle echt viel Leben ab. Munition, brauche Munition. Okay, down. Die Gegner finde ich übrigens mit am schwierigsten zu bekämpfen, tatsächlich. Die fand ich schon irgendwie immer so nervig. Okay. Und weitere Wellen. Schnell dahin, wenn die schon zusammenstehen. Jetzt natürlich nicht mehr. Boah, ich muss natürlich erstmal die Schütze wieder sammeln. Okay, okay, okay. Wow. Da Munition. Oh Gott. Was habe ich denn da gemacht? Ärgerlich. Immer noch keine Munition, Leute. Wo habe ich die Munition? Oh, habe ich jetzt immer nur zwei Schuss? Boah, die Waffe ist aber echt eine Herausforderung gerade. Zwei Wellen, ne? Ja, die Waffe ist echt eine Herausforderung. Die ist ja gar nicht gelevelt, denke ich mal. Ja, wenn die alle zusammen sind, ist das besser. Okay, weiter. Okay, weiter. Da ist Munition. Aber es sind nur zwei Schuss, bringt mir nichts. Weiter sammeln. Okay, komm, jetzt schießen wir mal. Okay, down. Das sind zum Glück nur diese Gegner. Also die sind halt echt schwer, aber man weiß halt, was für Gegner das sind. Da kommen jetzt keine neuen Arten, dass man sich da neu gewöhnen muss. Wie ihr merkt, schon hardcore konzentriert. Fürs Labern finde ich aber immer Zeit übrigens. So. Oh. Also diese Inline können auch manchmal echt ein Handicap sein. Letzte Runde. Schnell Munition einsammeln. So. Okay. Ist das nur der Boss? Stufenaufstieg. Okay. Das Geile ist, die Waffe hatte ich ja eigentlich gar nicht im Sortiment, ne? Also im Inventar. Im Sortiment sage ich schon. Die ist ja nur für die Herausforderung jetzt aktiv, aber ich kann die Waffe trotzdem leveln. Das ist auch komisch. Oh. Ja, ist ja gut. Die Hälfte der Challenge mit Munition beschäftigt. Oh, daneben, das tut natürlich bei dem Aggressor noch mehr weh. Okay. Ich
Ciao. Aber wie man sieht, hier wird es wieder richtig klar, dass Ratchet & Clank halt echt kein Hardcore-Game ist, ne? Das ist jetzt wirklich eine Herausforderung hier, muss man schon sagen, aber hier gibt man ständig Lebensnachschübe und also hier wirklich zu sterben ist schon echt schwierig. Alles machbar, wirklich alles machbar. Ja! Was haben wir jetzt? Hier kriegen wir eine goldene Schraube. Besiege 50 Schädlinge, bevor das Giftgas dich erledigt. Okay, so ein Zeitspiel. Das giftige Gas sollte eigentlich all diese Viecher erledigen. Vernichte ihre abscheulichen, viel zu komplizierten Gas. Okay, ich habe eine Idee. Partypilze. Ich hole mir jetzt natürlich Hilfe. Ich muss ja 50 Gegner töten. Dafür habe ich meine Pilze und dafür habe ich Todeshandschuhe. So, die können mir jetzt natürlich alle helfen. Und jetzt nehme ich mein Megatron-Gesteuerte. Ja. Ja, die erledigen schon alles. Ich kann sogar nebenbei fahren eigentlich. Aber die machen schon alles. Das ist ja geil. Woo! Oh Mann. Jetzt mal ehrlich, macht gerade einfach gar nichts. Oh komm, das ist ein kleiner Gift. Auch interessant. Ja, komm, das ist aber jetzt wirklich mal easy. Also jetzt mal ehrlich, schon 30 Gegner besiegt. Die Waffe ist einfach stark. Ja, 40 von 50 Gegner schon besiegt. Okay. Richtig gezählt. Es sind noch 5 Gegner. Ja, komm. Das war ja mega einfach. Goldbolt. So, was ist das denn? Was kriege ich denn da? Irgendwas mit meinem Nahkampf, meiner Nahkampfwaffe. Besiege 25 eingefrorene Amöboiden. Amöboiden? Sprich es richtig aus? Amöboiden? Ich soll eingefrorene Gegner besiegen. Das heißt. Okay. Ah, das ist die Waffe, die ich auch noch nicht benutze übrigens. Oh. Oh. Keine Munition mehr? Also. Ja, die Waffe ist cool, die kauft ich sogar, glaube ich. Die habe ich immer nicht, ne? Die muss ich echt mal kaufen. Boah, jetzt brauche ich Munition. Boah, jetzt wieder. Oh. Ja. Und das war's. Ja. Ach Leute, Leute, Leute. Du hast den Kistenbrecher mit X und Y zerstört, du gehst in einem größeren Bereich. Ich habe ein Upgrade für meine Nahkampfwaffe bekommen, okay. Und hier kriege ich auch noch mal was. Die Rache des Suchfüßlers. Besiege Skolo, den Suchfüßler. Liebes Publikum, zu eurem Vergnügen. Der biomechanische Vater des berüchtigten Suchfüßlers von Sargasso. Wird auch kein Problem sein. Wieder die Pilze. Skolo! Ach, der. Applaus für den Papa. Ich weiß doch, wie hier diese Clanks das bringen werden. Machen wir mal einfach.
dann nehmen wir jetzt mal, die geben mir trotzdem Rückendeckung. Dann nehmen wir meinen Negatronenbeschleuniger. Boah, aber hier ist echt immer viel los auf dem Bildschirm, ne? Okay, da drüber springen. Haben wir mittlerweile gecheckt. Okay, dann müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen ausweichen. Den Kampf kennen wir ja schon halbwegs. Oh, ich habe wieder Munition gesammelt. Was macht der jetzt? Ah, okay, weg, weg, weg. Neue Gegner. Wieder Partykills. Ausweichen. Dann nehmen wir... Was nehmen wir denn, Leute? Aber nicht noch letzter Fleiter. Vielleicht noch, ob der was bringt. Ja, doch. Cool. Cool. Okay. Okay, ich kann ihn gerade irgendwie einfrieren. Ich kann ihn schocken. Boah, gut ausgewichen. Er kommt gerade mal mit der klassischen Variante an. Waffe. Auch mega einfach. Er hat ein paar Attacken. Die kann man sich nicht leicht merken. Da kommt der Laserstrahl ausweichen. Dann diese Attacke mit seinem Arm rüberspringen. Ja, also ist jetzt nicht schwer. Ehrlich gesagt. Wir nehmen mal den Querschläger. Laserstrahl ausweichen. Ja. Hm. Ja, wir gehen ein bisschen weiter vor und greifen mal von nah an. Ausweichen. Also fast alle Waffen leer geschossen. Wenn die Reichweite der Schmetterbomben reicht nicht, doch. Und ciao. Was haben wir denn jetzt bekommen? Achso, Carbonox Deluxe. Aber merkt ihr, das echt viel los auf dem Bildschirm, ehrlich. Ja, das war's. Wir haben die Arena durchgespielt. Oder kriegen wir nochmal 4-mal Raritanium? Okay. So, wir können jetzt erstmal zurückgehen. Mit Ribbit und Kit. Natürlich kommt der Imperator zurück, weil er in den Nachrichten war. Nicht, weil die Dimensionen zerbrechen oder. Langsam, Alter. Schon immer. Warte mal kurz. Wir garantieren eine explosive, tolle Zeit. Okay, was kann ich jetzt hier verbessern? Das böse Mädchen, um mehr Aufrüstungen zu erhalten. Querschläger. Hm. Kaltfront, wir haben 31.000. Was kann ich denn aufrüsten? Jedenfalls. Muss man einmal kurz gucken. Warte mal kurz. Ja, weg damit. Die haben auf Stufe 5 die Partypilze auch. Die Waffe auch. Querschläger haben wir auch. Hm. Blitzableiter wäre als nächstes dran. Und welche Waffe nehmen wir hier? Aggressor finde ich jetzt nicht so gut. Wir nehmen mal Kaltfront einfach. Damit wir es verbessern, warten wir mal. Und ganz ehrlich, als nächstes level ich den Blitzableiter auf Stufe 5. Wegnehmen, bevor uns nichts mehr zum Retten übrig bleibt. Wir sollen den Dimensionator wegnehmen. Ich weiß nicht, kann ich jetzt wahrscheinlich nicht direkt zu Nefarious, ne? Also ich glaube, das Spiel geht noch so ein bisschen. Haben wir jetzt einen neuen Planeten freigeschaltet? Was kann ich denn hier machen? All die anderen Namen auf der Abschussliste. Du bist nicht an ihrer Halte die Invasion des Imperators auf. Wir und Kit müssen den Mords helfen, die Invasion des Imperators abzuwehren.
Ihr müsst Pierre finden. Er hilft euch, Captain Quantum zu warnen. Ist das nicht die Haupt... Also ist das nicht die letzte Mission? Hieß es nicht, dass Nefarious zu Sargasso will und wir ihn da aufhalten müssen? Also besuche ich Sargasso jetzt erstmal nicht, ne? Rette Captain Quantum und Schatzsuche optional. Ja, wir besuchen mal den neuen Planeten. Ratchet kommt gerade gut klar. Ratchet, Ratchet. Wow, täusche ich mich? Oder sind da jetzt mehr von den Dingern? Ich fürchte, die Dimensionskatastrophe wird schlimmer. Na, je schneller wir Pierre finden, desto schneller können wir alles reparieren. Irgendwie. Wir finden einen Weg. So wie immer. Das Lied, geil. Und eine Sondermeldung. Adonis ist heute wegen einer privaten Veranstaltung geschlossen. Der Hinrichtung von Pierre Lefebvre. Eindringlinge werden sofort erschossen und oder erdolcht. Und vergesst nicht Absatz 4 des Piratenkodex. Niemals das eigene Schiff in die Luft jagen. Danke für den Hinweis. Natürlich wird unsere einzige Spur zu Captain Quantum gleich hingerichtet. Vielleicht kann uns jemand anrufen. So, Blitzableiter. Okay, gucken wir mal jetzt. Okay, den Laden brauchen wir jetzt erstmal nicht anklicken. Was für ein schöner Abend für eine Hinrichtung. Darauf habe ich... Hi! Könnten wir bitte mit dem Gegner Quantum sprechen? Oh. Ringlinge, Staub! Manchmal denke ich immer, so einfach so NPC. Vor allem, weil die gerade den Support eingesetzt haben. Ja, die Waffe sieht noch so ein bisschen an wie so eine Nerf-Pistole, so eine Wasserpistole, ehrlich gesagt. Aber ich gebe die Hoffnung einfach nicht auf. Mit dem Teleskop haben sie wohl etwas ausspioniert. Pierre lebt noch. Ich glaube, durch diese Höhlen führt eine Abkürzung zu ihm. Schnell, Ratchet. Okay. Wir retten dich, Pierre. Wir retten dich. Aber ich bin natürlich The Brain. Wenn ich natürlich mal Dreieck drücken darf. Gut, dass das vorbei ist. Bist du jetzt im Laden oder nicht? Du willst lieber Präzision als Masse. Schon wieder eine Waffe. Der Kopfjäger sorgt für stellare Schießerei. Munition auffüllen. Das war mein Ziel. So. Weiter geht's. Ich hab verstanden. Muss man bei der Waffe vielleicht immer auf diese roten Kreise zielen, damit die Effektivität dadurch steigt? Bitte sag jetzt nicht, dass es passt. Oder wie verstehe ich das? Vielleicht fühlt sich deswegen so schwach an? Sind das dann sozusagen Crit-Punkte, diese roten Kreise? Was war das? Geh weiter, bitte. Okay, kam mir das jetzt nur so vor, dass es im Wasser effektiver? Oder waren die Gegner jetzt einfach nur deutlich schwächer? Was war das denn? Hey, Kumpel. Okay, wenn noch all das Gegner? Hier vorbei ist. Hilfst du mir, die Lombaxe zu finden? Natürlich, Ratchet. Ein Lombax, mehrere Lombaxe. Hast du deine Meinung geändert? Vielleicht. Ich weiß nicht. Leute, erklärt mir doch einer mal die Waffe jetzt hier endlich hier. Aber ohne ihn hätten wir Rivet und Kit nie getroffen. Oh, ich glaube, das bedeutet was. Okay, keine Munition mehr. Nicht schlimm, was müssen wir noch leveln? Ja, nehmen wir mal das einfach. Ja! Blitzableiter. Ich hätte dich sowieso, aber ich komme nicht an den Schäden vorbei. Ja, doch, machen wir schon irgendwann kaputt hier. Jetzt.
Verstehe. Und diese Farben, ne, das ist alles so geil, oder? Oh, was habe ich denn hier vergessen? Geht's hier irgendwo runter? Ah. Nicht mit mir. Okay. Aber trotzdem habe ich jetzt hier was vergessen. Hier ist dort links was. Oben oder unten? Da wird irgendwie nichts angezeigt. Naja. Und hier. Leveln. Kaltfront. Ich nehme mal hier diese Kreissägen. Bitte lass das alle Viecher gewesen sein. Meine Beine sind das. Meine Beine! Zack, 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 zack! Ja, die springen auch hin und her. Von Gegner zu Gegner. Natürlich der Schaden lässt zu wünschen übrig. Wie bei allen nicht aufgelevelten Waffen, so dass ich jetzt sogar tatsächlich kurz vorm Verrecken bin. Kalt kommt. Mein Gott. Pass auf, wenn du mir hilfst, mich hier rauszuholen, gebe ich dir diese leckeren, saftigen Knochen. Ist der nicht toll? Wir testen mal was. Das mag ich bei Videospielen absolut nicht. Also, ich bin jetzt ja, mal einfach mal so. Der Handel ist vielleicht spießig. Nicht ganz fair. Wie wär's mit dem Knochen und ein. Also, wenn ich jetzt deren Körper betrachte, müssten die doch hier durchkommen. Auch Ratchet. Oder, ja, ich spiele Ratchet. Okay, die Waffe müsste man vielleicht wegschmeißen. Und ich leg noch meinen Lieblingshut. Aber wisst ihr, was ich meine? Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt da nicht durchkomme und die da nicht rauskommen. Okay, der Knochen. Allein der Kopf hier, der passt doch da durch das Loch. Nee, nicht mit mir, ihr verarscht mich. Ihr kommt da durch, ich rette euch nicht. Ich rette euch einfach nicht. Verarscht mich nicht, ey. Verarscht mich nicht. Boah, was für ein Trickster. Okay. Was mache ich damit jetzt? Hat jetzt nicht viel gebracht. Ich gehe mal weiter. Muss wieder meine Support-Dinger benutzen. Blitzableiter hat nicht mehr viel. Wir nehmen dann hier Todeshandschuhe. Jawohl, Munition. Jawohl, Stufe gestiegen. Mach das mal. Ja, ich muss sagen, durch dieses ständige Waffenleveln-Bolling, sag ich jetzt mal, schränkt man sich natürlich ein. Also ich spiele extra Waffen, die man noch leveln kann, statt meine Lieblingswaffen zu zocken. Das ist halt auch mal so ein bisschen nervig, muss ich dazu sagen. Kommen die runter. Na toll, sprich Halsabschneider, das fehlte gerade noch. So. Blitzableiter. Es ist noch nicht vorbei. Es öffnet sich noch ein Spalt. Ach, die erledigen das schon. Okay. Mach das mal. Was ich denn hier? Okay, als ob jetzt hier nur Schrauben waren. Ich werde es zeigen. Dann zeig mir doch mal. Ich schick dir meine Hunde. Oder euch schick ich meine Hunde. Scheiße.
Boah, ey, ich hab ja diese Munitionsgeschichte hier, ne? Okay, waren das alle Piraten auf diesem Planeten? Hat sich nämlich so angefühlt. Oh, so viel Glück haben wir niemals. Und noch ein paar Sachen zum Sammeln. Ja, so ein paar Schrauben. Ja, wir kommen gut voran, ne? Progress ist da. Da, Pia ist direkt voraus. Ja, was ist das denn für ein Bild? Oh! Alter, bin ich gerade krass verarscht? Wieso bin ich gerade krass verarscht? Nicht alles umdrehen. Alter. War eine Falle, ne? Ah, die erhöhte Nahkampfreichweite, ne? Die Freiheit in der Arena. Okay. Stark. Stark. Ich will nicht hoch. Oder kommen wir immer damit hier permanent Gegner? Oder was geht jetzt hier ab? Was geht jetzt hier ab? Warum alle Waffen hier leer schießen? Oh, schon wieder keine Munition. Leute. Dann nehmen wir erstmal die Waffe. Wasserpistole, Leute. Oder Erbsenkanone. Das hast du sehr gut gemacht, Red. Danke, Kumpel. So, okay, alle da. Ich hab deine Gesellschaft ganz schön vermisst. So, hier haben wir einen Riss. Da gehen wir mal durch. Wurden alle Versagziele vom gleichen Ort eingesaugt? Oder kamen sie von verschiedenen... Oh, mein Hirn fängt an zu fallen. Nein, nein! Oh, das war knapp. Oh. Oh, okay. Okay. Was ist jetzt hier mein Ziel? Die machen wir alle kaputt. Oh, ist schon geil. Oh. Geil. Oh, Captain Starshield haben wir vollständig. Was man natürlich nicht vergessen darf, das vergesse ich jedes Mal, es ist ja nicht nur optisch, diese Rüstung zu sammeln. Wir sammeln ja auch eine Menge an passiven Perks. Die Liste wird ja immer größer. Was war denn jetzt mit der Menüführung? Warum sah das so komisch aus? Nahkampfschaden ist erhöht, haben wir. Schaden durch Piraten ist reduziert. Plus 10% erhaltene Bolts, Schaden durch Nefarious Gegner reduziert. Ach, plus 5% verdientes Raritanium gibt es auch. Schaden durch Halsabschneider verringert. 20% mehr Erfahrung, Schaden durch einheimische Geschöpfe verringert. Ja, das darf man natürlich nicht vergessen. Dass das ja alles noch dazu kommt. Dr. Nefarious. Da jetzt. Oh, tschüss. Kannst du dafür noch nicht mal was machen? Komm schon! Das Schiff muss da auf Molonot auch gehen!
Im Grunde hat es sich selbst zerstört. Hey, Blubber! Oh. Wenn jemand Noir retten wollte, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Eindringlinge, ihr haltet den Arm des Gesetzes nicht auf, ihr. Ach, Piraten. Immer wieder lustig. Okay, Leute. Ich bin nicht hier. Wir retten dich. Munition. Du musst uns helfen, mit Captain Quantum zu reden. Er schwebt in Rüster. So. Das ist so schlimm. Okay, die versteckt sich da noch. Was muss er jetzt hier machen? Erstmal nur sie töten, ne? Querschläger. Okay, machen wir mal den Vorwurf. Auch wieder eine der Waffen, die ich einfach absolut nicht verstehe. Die Waffe finde ich cool. Ehrlich, die Kaltfront, wieder keine Munition. Ich raste aus. Na, guck mal, das ist sehr effektiv mit dem Nahkampf vor allem. Kaltfront gefällt mir. Okay, neue Gegner. Lasst euch nicht ins Visier nehmen! Oh, 1000 Schuss hier. Fühl mich hier bei Returnal. Ich muss langsam achten. Diese ständige Waffe wechseln und leveln wollen, wird mir manchmal echt zu Verhängnis, muss ich sagen. Was machen wir jetzt? Was muss ich jetzt machen? Schatzsuche optional. Ich muss doch hier hoch, oder nicht? Ja, was soll ich machen? Ach! Okay, ich hab's gesehen. Normalerweise würde ich Freunde nicht helfen, aber ihr habt mein Leben gerettet und ich bin Pierre Lefebvre, Gentleman extraordinaire. Für eine Audienz bei Captain Quantum müsst ihr die Piratenprüfungen absolvieren. Was ist das? Eine Tradition so alt wie Thrawn. Ah, da kann ich hoch. Okay, ich soll Prüfung abschließen. Begib dich zum Schädelberg. Optional ist die Schatzsuche. Okay, da ist noch so einiges. Ich glaube, ich werde jetzt einfach die Waffen verbessern. Weil ich merke einfach, ich spiele eh mit allen Waffen. Ich differenziere das erstmal nicht. Ich brauche irgendwie alles. Deswegen werde ich jetzt einfach nach und nach hier alles verbessern. Unabhängig vom Level und unabhängig davon, wie gern ich die spiele. Weil die Munition reichen einfach eh nicht aus. Und dann will ich lieber alle Waffen gleich stark haben, statt so ein paar aufs Übel zu hoch zu leveln und die anderen so zu vernachlässigen. Das ist eine mächtig feine Verbesserung. So. Kaltfront. Hol dir die Aufrüstungen, wenn
Ja, wir machen das wirklich so. Das ist, glaube ich, besser. Boah, es geht aber auch alles so schnell leer, ne, mit dem Raritanium. Boah, die Waffe level ich nicht, ehrlich. Leere Rückstoß level ich nicht. So eine Schrottwaffe, ich check die Waffe auch nicht und das ist die einzige Waffe, die ich freiwillig nicht level. Dicht gefolgt vom Bohrhund, aber macht wenigstens noch Schaden. Aber an sich, diese leere Rückstoß, alter Schwede, keine Chance. Kriegt nicht eine Ressource von mir. Bohrhund kriegt eine Ressource von mir. So, dann können wir eine Waffe holen. Wir holen den Bombardierer. Oh, ich habe mir die Waffe gar nicht angeguckt. Oder? Es sind so viele Gegner. Hab keine Angst, klein Zucker. Hat den Bombardierer. Lass mit einem simplen Ziehen deines Feuernabzugs Chaos auf deine Gegner herabregnen. Ach, krass. Eine Drohne sozusagen. Eine Drohne, die Bomben verschießt. Krass. Na, wenn das nicht mein Leben. Geil. Okay. So, was machen wir denn jetzt? Erstmal optional könnte man eigentlich. Das ist ein optionaler Weg. Dann geht's. Ja, hier wird's weitergehen, glaube ich. Begib dich zum Schädelberg. Okay. Ich glaube, wir machen das Optionale erstmal. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wir beenden jetzt erstmal hier die Folge ganz chillig. Wir haben die Kampfarena komplett abgeschlossen. Wir haben jetzt hier einen neuen Planeten entdeckt. Ein paar Piraten getötet, die sich übrigens immer dumm verhalten. Ja, und hier werden wir jetzt weitermachen in der nächsten Folge. Und ich glaube, Sargasso ist wirklich die letzte Anlaufstelle, da wartet nämlich Nefarius auf uns. Das steuern wir lieber erstmal nicht an. Ja, das war's dann jetzt erstmal. Habe ich irgendwas hier bei einer Rüstung? Warum habe ich da so ein Ausrufezeichen eigentlich? Ach, hier, okay. Er zeigt mir noch die ganzen Rüstungen an. Nee. Doch, das Ausrufezeichen ist weg. Ja, das war's. Okay, perfekt. Bin glücklich, hat alles geklappt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wird bestimmt wieder chaotisch und lustig und spaßig zugleich. Geiles Spiel. Ich hoffe, ihr seid geil. Ich hoffe, ich bin geil für euch. Und danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, um mich zu supporten. Aktiviert die Glocke, damit ihr definitiv die nächste Folge nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao.